Liebe Landsleute, Kameradinnen und Kameraden, ein Jahr der Veränderungen liegt hinter uns. Es ist was im Busche. Nicht nur die Affäre um die Geheimdokumente mit WikiLeaks. Nein, auf einmal gehen Hunderttausende wieder auf die Straßen, wie wir in Stuttgart 21 gesehen haben. Wir haben ein Buch vernommen über Sarrazin, Deutschland schafft sich ab. Der Ruf, der daraus hervorklang, wurde von 80% der Bevölkerung bestätigt. In diesen Zeiten der Veränderungen greift die Wirtschaft nach unserem Geldbeutel. Deutschland schafft sich in der Bevölkerung ab. Deutschland schafft sich beim Kapital ab. Die Eurokrise, die Bankenkrise, Griechenland, Irland, Portugal, Spanien, unsere eigenen Kinder im Land, sofern es noch deutsche Kinder gibt, werden verblödet, wie die PISA-Studie zeigt. Was muss noch geschehen, damit Deutschland endlich aufwacht? In Griechenland gehen sie schon auf die Straße, wenn sie das Rentenalter von 58 auf 60 erhöhen. In Deutschland passiert auch bei einer Erhöhung auf das Rentenalter 67 gar nichts. Ich denke, es ist an der Zeit, dass sich etwas verändern muss. Wenn Sie die Feiertage genossen hatten, ruhebesinnliche Tage hinter sich gebracht haben, dann sollten Sie überlegen, wie Sie im kommenden Jahr mit dazu beitragen können, dass Deutschland sich eben nicht abschafft, dass wir wieder eine Zukunft haben. Wir haben in diesem Jahr unsere Hausaufgaben gemacht und sind dem Wunsch vieler nationaler und konservativen Menschen in Deutschland nachgekommen und haben endlich eine große nationale Partei gegründet. Die Fusion mit der DVU ist abgeschlossen. Wir haben eine Perspektive, wir haben ein Programm für die Zukunft. Wir wissen, dass es so nicht weitergehen kann mit Schulklassen in Deutschland mit 80% Ausländeranteil. Wir wissen, dass es so nicht weitergehen kann mit Stadtteilen, die immer mehr unter fremde Kontrolle gestellt werden. Und wir setzen dem etwas entgegen mit unserer Parole, deutsche Kinder braucht das Land. Mit unserem Programm für eine bessere, für eine neue Zukunft. Im nächsten Jahr wird es ein kleines Superwahljahr geben. 6 Landtagswahlen, Kommunalwahlen. Die Deutschen haben endlich Gelegenheit, die da oben abzustrafen für die Politik der Vergangenheit. Damit sie das aber tun können, müssen sie wissen, dass es uns gibt. Daher appelliere ich an Sie. Kämpfen Sie mit uns für ein besseres Deutschland. Kämpfen Sie mit uns für unsere Zukunft, für die Zukunft unserer Kinder. Vorwärts mit ganzer Kraft ins neue Jahr.